Sie lassen sich mit Messern bedrohen, hinterrücks überfallen und bezahlen erst noch mehrere tausend Franken dafür, die Novizen im Camp der israelischen Security Academy. Die meisten Ausbildner im Camp sind ehemalige israelische Geheimdienstler. Die Kursteilnehmer kommen aus ganz Europa. Ausbildungsort, und das überrascht dann doch etwas, ist Bellach bei Solothurn. Hier werden zukünftige Sicherheitsleute, Bodyguards und Antiterror-Spezialisten geschult. Viele davon träumen, einmal in einer Krisenregion zu arbeiten, beispielsweise im Irak. Richard Herold hat in Bellach über den Zaun geschaut. Die Pistole ist zwar noch mit einem Plastikstift gesichert, sonst gehen die Bodyguard-Schüler aber ganz schön zur Sache. Ich arbeite als Bodyguard in Mazedonien. Dieses Training ist etwas Besonderes. Ich bin sehr zufrieden damit. Tamara Reich ist Unternehmensberaterin und hat bereits erste Erfahrungen als Bodyguard gemacht. Man lernt vor allem, die mentale Grenze zu überschreiten. Man ist in einer sehr harten Situation vom Umfeld her. Man wird sehr gefordert, geistig wie auch körperlich. Und das macht einen stark. Die Teilnehmer lernen, wie sie eine Situation analysieren und kontrollieren, wie sie den Angreifer überwältigen und ihn entwaffnen. Zwei Wochen lang dauert der Kurs. Bis zu 15 Stunden täglich Drill von der renommierten Security Academy aus Israel. Was ist Ihr Geheimnis, dass diese Kurse so gefragt sind? Da ist kein Geheimnis dahinter. Alles ist eine Frage der richtigen Geisteshaltung, der Erfahrung. Wir haben unglücklicherweise in Israel seit langem Erfahrung im bewaffneten Konflikt. Daher kommt unsere Entschlossenheit. Für einige Teilnehmer noch ein weiter Weg. Seite ist immer gefährlich. Wenn einer hinter dir ist, dann ist er schon tot. Drum musst du oben. Personenschutz ist heute gefragter denn je. Für viele eine verlockende Tätigkeit. Besonders groß ist der Bedarf an gut ausgebildeten Sicherheitsleuten in Kriegsgebieten. So weit sind diese 12 Leute aber noch nicht. Könntet ihr euch vorstellen, jetzt später mal in eine Krisenregion zu gehen, mit dem, was ihr jetzt hier mitbekommt? Ich denke es schon, wobei für das müsste ich noch ein bisschen mehr dafür machen. Was heisst das? Was noch mehr? Spezifisch mich auf die Krisenregion ausbilden an und einstellen. Und ich sehe mich auch weniger in einer Frontposition als Frau. Ich sehe mich eigentlich mehr im Hintergrund, wo ich Leute begleite, aber weniger eigentlich an der Front. Weil da kann ich einem Mann nicht standhalten in dem Ausmaß. Mirza David, links im Bild, ist der Gründer der Security Academy. Er zieht heute im Hintergrund die Fäden. In der Schweiz will er in Zukunft Antiterror-Trainings für den Irak anbieten. Switzerland is entering now in our program. In der Schweiz startet unser Ausbildungsprogramm für Personenschutz in Gebieten mit hohen Sicherheitsrisiken. Ab September selektionieren und trainieren wir hier Leute von verschiedenen Sicherheitsfirmen, die im Irak arbeiten wollen. Die Teilnehmer haben sich in Schale geworfen. Alles soll möglichst so sein wie im Alltag. Der Auftrag, einen Prominenten an ein Fest begleiten. Der Angriff kam überraschend, die Antwort muss aber postwendend erfolgen. Wie ist das jetzt? Real, also es war wirklich sehr praxisbezogen. Man hat wirklich einen Adrenalinstoß gehabt und hat versucht, trotz dem Adrenalinstoß eine hohe Konzentration zu erlangen. Hättet ihr mit Schusswaffen wirklich arbeiten? Auf jeden Fall, es ist unumgänglich. Darum brauchen wir auch das Training, damit wir die Sicherheit bekommen. 8.000 Franken kostet bereits dieser zweiwöchige Einstiegskurs. Der Security Academy ist kein Geschäft, zu abwegig. Künftig sollen sogar gewöhnliche Bürger in 2 Tagen ihre Angst vor Attentaten verlieren. Zum Geld sage ich nur so viel. Ich habe den richtigen Beruf gewählt. Das hoffen auch die 12 Teilnehmer des Kurses. Mit dem Gütesiegel der Security Academy soll der Einstieg ins Geschäft gelingen. Wir kommen zu den Wetterprognosen bis morgen Abend.